Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein bisschen Hunger mal wieder. Es ist 7 Uhr abends und da darf man auch Hunger haben. Und die Gusterbox ist bei mir eingetroffen und die möchte ich mit dir zusammen aufmachen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was da drin ist und wie es gegebenenfalls schmeckt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich darf auch, weil dies in Kooperation mit der Gusterbox entsteht, eine Box an einen von euch verlosen. Was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox drin. Das ist immer relativ simpel. Sei ganz einfach ein Abonnent meines Kanals und das am besten öffentlich. Dann gib dem Video einen Daumen nach oben, schreib einen lieben Kommentar mit dem Hashtag, der unten steht und zack, bist du im Lostopf mit drin. So, die Degusta-Box kommt monatlich. Die kommt eigentlich immer so zum Ende des Monats. Wir haben Mitte des Monats. Sie ist jetzt schon da. Finde ich super cool. Und ja, ich glaube, es gab jetzt so ein paar Verzögerungen oder Veränderungen wegen des Degusta-Box Adventskalenders. Den habe ich ja auch mit dir zusammen aufgemacht. Kostet 15,99 € pro Box bzw. pro Monat. Das kannst du als Abo bestellen, kannst es aber jederzeit wieder kündigen. Das ist überhaupt kein Problem. Genau. Und ich mache jetzt einfach mal die Kiste hier auf, die sich hier befindet. Da stand was von 5 Kilo drauf. Das hört sich doch schon mal vielversprechend an. Ne? Du hast hier Neuheiten drin, du hast hier Old but Gold drin, du hast hier so viele geile Produkte, an denen du im Supermarkt wahrscheinlich vorbeigelaufen wärst, weil da eine so große Fülle besteht. Deswegen stehe ich so auf diese Box, oh, weil du einfach mal so neue Produkte kennenlernst, die du vorher nie kanntest oder deine Lieblinge hier drin hast. Und ja, ne? Hier hast du so ein Butterbrotpapier, da kann man den Klebi aufmachen. Man das hochhalten. Upsala. Und da sind schon mal ziemlich geile Produkte, die mich hier direkt anspringen, was ich großartig finde. Ich habe nämlich eben schon zu meinem Freund gesagt, wir warten erstmal, was in der Degusta-Box ist und dann entscheiden wir, was wir heute Abend essen. Hier hast du den Flyer, da stehen die Produkte mit den Preisen drauf und auf der anderen Seite hast du auch gerne mal so Rezepte hier von Kokoskipferln. Ich liebe Vanillekipferl, ne? Mm. Oh. Ich habe hier übrigens immer eine Gabel und einen Löffel, genau. So, als erstes, das startet doch schon mal sehr freundlich für mich. Crunchips Wow, The Fantastic Cream and Mild Wasabi Dream. Das als erstes Produkt. Wow. Okay, krass. Ich habe sonst immer ganz gerne, dass man vorher irgendwelche Produkte hat, die das theoretisch neutralisieren könnten, aber was soll der Fall sein? Mit Wasabi. Riecht säuerlich hier raus und sieht einfach grün aus, ne? Wenn man da so reinguckt. Ja, gelb-grün, ne? Hm. Mhm. Scharf. Oh. Aber super lecker. Oh mein Gott. Und Wasabi ist ja so eine Schärfe. Und die ist kurz da, aber intensiv. Und dann ist sie weg. Und dann denkt man sich, ach komm, einen kannst du ja wohl noch essen, weil im Nachgang schmeckt das ja immer ganz geil. Und dann nimmt man den nächsten und denkt sich, au, ich stehe auf diesen Kick. Das ist echt geil. Lecker. Okay, das nächste, was wir hier drin haben, ist ein Getränk. Das ist gut von Aquarius. Mehr als Erfrischung mit Magnesium-Limettengeschmack. Mmh. Mhm. Riecht auch limettig hier raus. Das ist ohne Kohlensäure und hat einen angenehmen Limettengeschmack. Das ist wirklich richtig lecker. Mhm. Mhm. Boah, das ist richtig lecker. Nom. Angenehm. Sehr, sehr angenehm. Das ist nämlich nicht so sauer oder so von der Limette her, sondern so fruchtig und leicht süß vom Geschmack. Mm. Ganz klassisch ein Brot. Ja, jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass ich tatsächlich gestern einkaufen war und Brot gekauft habe. Das ist haltbar bis zum 28.11. Das heißt, ich kann das dann in der darauf folgenden Woche ganz gut essen. Das ist von Likörkorn Saison Schweizer Leib. No. Ja, Brot esse ich gerne auf der Arbeit. Ich bin nicht so der Abendbrotmensch. Also wir essen tatsächlich abends, wenn wir Brot essen, eher Toast. Ja, aber lecker, hoffe ich, denke ich. Es ist ein Brot.
Das ist witzig. Ja, Knorr Gemüsebouillon, Tomate und Paprika. Praktisch, kann man sehr gut gebrauchen, sage ich nicht nein zu. Und jetzt kommt ja auch gerade die Erkältungszeit, wo du so ein bisschen mehr Bock auf so Brühe hast, ne? Ja, geil. Kannst du dann ja auch so einfach zu dir nehmen. Es ist vegan, 100% natürliche Zutaten, ohne zugesetzten Zucker. Das finde ich ziemlich cool. Ja, und du kannst es dann halt entweder als Gemüsebrühe in dein Essen reingeben oder halt so essen, halt trinken oder wie auch immer löffeln. Wie man halt so lustig ist, ne? Finde ich gut. Delicate Crisp Sesame and Sea Salt von Vasa. Ich glaube, das hatten wir schon mal so in der Art, oder? Das kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Aber ich, keine Ahnung, mit Rosmarin soll das sein. Zwei Packungen sind da drin. Ach so, also hast du dann quasi zwei abgeschlossene Viecher damit bei. Nochmal. Ja. Zwei solche Packungen. Eine kann ich ja mal probieren, oder? Also nicht eine ganze Packung. Und da hast du richtig grobes Meersalz drauf. Das sieht sehr, sehr, sehr cool aus. Und so ganz paar Sesamkörner. Also das ist wirklich von beidem nicht viel. Aber ich denke, es wird ausreichend für den Geschmack sein. Mal gucken. Ey. Mhm. Das kann auf jeden Fall was, ne? Also der Sesam kommt ganz gut raus. Das Salz eher weniger. Erstmal ein Schluck Aquarius. Melitta Kaffee des Jahres, okay, ja, da hast du Filterkaffee drin quasi, also das ist gemahlener Kaffee. Ja, nehme ich mit zur Arbeit, weil wir haben hier keinen, also wir haben jetzt schon eine Kaffeemaschine, aber da benutzen wir halt ganze Bohnen. Ja, oder wenn vielleicht mal Besuch kommt, ich denke so zu Weihnachten, ja, das kann man sich wohl geben, ne? Dann, ja, machen wir das so. Aber ansonsten, ja, Kaffee, ich stehe auf Kaffee, ihr wisst das. Du ahnst es nicht, was es hier gibt. Was ist das denn? Leibniz Pickup 5x Bratapfel-Zimt-Geschmack. Oh mein Gott. Bratapfel-Zimt-Geschmack mit Pickup. Hab das was wird? Ah, ich mag nicht so gerne Früchte oder Obst mit Schokolade. Und das ist halt mit Schokolade, ne? Boah, das riecht wie Weihnachtsjoghurette. Das ist halt da so drin, so eine Flüssigkeit, ne? In der Schokolade. Boah. Der Apfel kommt Gott sei Dank nicht ganz so extrem raus, sondern eher der Zimtgeschmack. Das ist echt eine Überwindung für mich, ne? Das ist schon sehr speziell. Also für mal geht das, aber das ist nichts, was ich mir kaufen würde. Nee, boah. Hallorenkugeln. Okay. Sahne, Kakao in Zartbitterschokolade. Boah. Mein Abendessen ist safe, Leute. Und dann hast du hier diese schönen Hallorenkugeln. Die sehen echt hübsch aus. Ich mag nicht so gerne Zartbitterschokolade, aber wir gucken mal. Das Innere ist sehr süß, dann ist es nicht so schlimm mit der Zartbitterschokolade außen drum zu. Mega. Das mag ich. Und die werden heute Abend vernichtet. Zusammen mit den Chips. Boah, wenn mein Freund das sieht, ne? Schoko, Schoko. Boah, du hast das Schoko und dann Schokostückchen damit drin. Boah, ist das geil. Das ist ja wieder so geil. Das ist ja hier. Boah, komm her, du Stück. Die darf mein Freund haben. Die sind nicht ganz so süß. Aber trotzdem lecker. Aus Deutschlands ältester Schokoladenfabrik. Aha. Die Sachen sind übrigens immer super verpackt, weil du in diesem Karton noch so eine Einlage hast. Aus Pappe, die quasi die Getränke von den anderen Sachen so ein bisschen trennt.
Hier haben wir noch Emmental Wildkirsche. Die brauche ich jetzt nicht probieren. Die kenne ich, die mag ich voll gerne. Brauchst du jetzt auch gerade, ne? Bin heute Morgen auch aufgewacht und hatte mega Halsschmerzen. Wir sind trotzdem nach oben ein bisschen hingegangen und da habe ich ganz viel gespachtelt und so. Ja, hätte ich gut gebrauchen können. Hätte ich sehr gut gebrauchen können. Das werden wir benutzen können. Das ist sehr schön. Bella Crema Selection oder Selektion des Jahres mit feinen Noten dunkler Schokolade. Boah, das ist geil. Die kommt morgen direkt bei uns in die Kaffeemaschine rein. Das ist richtig, richtig geil. Ja, wenn die morgen reinkommt, dann kann ich jetzt ja dran riechen, oder? Oh, ich liebe das. Ich liebe das. Kaffee aufmachen, dran riechen, ne? Boah, da freue ich mich drauf. Da ich jetzt selber Schokolade gegessen habe, rieche ich das wahrscheinlich nicht so intensiv, aber riecht sehr, sehr angenehm. Boah, geil. Oh. Ich finde es halt cool, dass in der Degusta-Box auch so praktische Sachen drin sind. Ne? Die Brühe, das Brot und auch der Kaffee. Also das sind halt Sachen, die du auch wirklich immer wieder brauchst. Und nicht nur halt so Sachen, die du neu entdecken kannst, so als Snack oder so, sondern dann halt auch mal so Basic-Sachen. Finde ich richtig klasse. wo wir schon mal bei Basic sind, hier sind einfach Suppenklößchen drin. Das ist so geil. Das feiere ich hart. Suppenklößchen mit feinen Gartenkräutern von Leimer. So, so geil. Also da kann man, also da, ne? Habe ich ja damals mit meiner Oma auch immer gerne selber gemacht. Solche Markklößchen oder eben die Grießklößchen. Mega geil. Das feiere ich. Und das hier ist sogar vegetarisch. Das ist interessant. Das sind dann also keine, das sind keine Markklößchen. Was ist das denn da? Moment. Paniermehl, Vollei, Wasser, Palmöl, Karotten, Porree, Salz, Kräuter, Würze, Gewürze, Zucker und Gewürzextrakte. Jo, okay. Witzig. Das passt so gut. Und was haben wir hier? Hier ist auch, oh, hier ist eine richtig schöne Flasche drin. Leute, Kokosrapsöl. Vegan, rein, pflanzlich, milder Kokosgeschmack für die kalte und warme Küche. Okay. Ja, solche verschiedenen Öle, das liebe ich ja, ne? Sowas verwende ich auch gerne. Wir haben auch Sesamöl, wir haben Leinöl, wir haben durch einen Adventskalender Senföl irgendwie. Richtig geil, richtig geil. Und jetzt Kokosöl, das wird verwendet. Und guckt euch mal diese Flasche an. Also ich brauche jetzt kein Öl probieren, Leute, ne? Ich glaube, das ist uns allen bewusst. Wobei, ich könnte das auf das Wasser machen. Oh, doch. Claudia feiert sich gerade selber, weil sie herausgefunden hat, dass sie dennoch das probieren kann. Aber die Klößchen, die kann ich nicht probieren. Das tut mir leid. Dann kann ich nämlich das aufmachen. Okay, das riecht halt auch echt nach Kokos, ne? Kokos essen mag ich wohl, mein Freund nicht so gerne. Also das wird dann wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber das muss ich testen. Und jetzt kann ich das hier auf mein halb angegessenes Vasa geben. Wobei, ich mache das erst auf meinen Löffel. Sonst mache ich hier eine Riesensauerei. So. Und dann kann ich das hier drauf geben, so ein bisschen als Topper quasi. Ne? Siehste? Und dann kann ich das probieren. Oh, lecker. Mhm. Ein Bounty-Nachgeschmack ist das dann. Ja, mag ich wohl. Das ist übrigens von der Bröckelmann Ölmühle. Mhm. Hier habe ich eine Flasche. Solas Tempranillo Bio. Bodegas Osborne Producto de España. Intensiv fruchtig und mit roten Früchten. Das scheint ein Wein zu sein. Ja, mit 13,5% wird dann Weihnachten bei uns serviert werden, weil wir jetzt nicht unbedingt Alkohol trinken. So, du kannst übrigens die Box, wenn du die selber bestellst, auch als alkoholfreie Version bestellen. Ne? Also das nur mal nebenbei bemerkt. Ja, denn auch hier haben wir wieder was. Bitburger Winterbock. Oh nein, helles Bockbier. 7%, ja, läuft. Ne? Das schädelt. Okay, einen haben wir noch. Und das ist von Messmer ein Tee. Plus Vitamin D. Super Vitamin D brauchen wir, wenn die Sonne jetzt nicht mehr so vorhanden ist. Früchtetee mit Vitamin D und Granatapfelaroma. Das finde ich cool, das gefällt mir. Ich mag gerne Früchtetee, ich mag gerne Vitamin D, das nehme ich ja sowieso schon zu mir. Und das wird jetzt bei dieser Jahreszeit sehr gut funktionieren, sehr gut harmonieren, passt 1A. Die Box hat mir gut gefallen. Die Box passt zum aktuellen, kalten, verregneten, ekligen, grauen Wetter. Und ich werde auf jeden Fall satt werden heute Abend. Wahrscheinlich auch mit vielen Snacks, aber wir schaffen das schon. Ja, und denk dran, du kannst in diesem Video eine Box gewinnen.
Alles dafür Relevante steht unten in der Infobox drin. Und ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, ja. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!